Herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo hier auf meinem Kanal. Heute testen wir zusammen die Euphoria, die Schattenpalette von Max & More. Geshoppt im Action und ihr könnt gerne meinen Action Haul anschauen, der ist schon online. Und wir haben hier wieder sehr viele Farben in Spiegelhammer mit dabei. Und so sieht die Palette komplett aus. Alltagstaugliche Farben, wir haben Rosé drin, wir haben Brauntöne drin und wir starten jetzt auch gleich. Ich gehe in diesen Rosé-Ton, Rosé-Pink-Ton. Tue ich erstmal ein bisschen mein Auge damit setten. Die andere Lidschattenpalette Papillon habe ich schon getestet, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Je nachdem, ich weiß jetzt noch nicht, was ich zuerst online schicke, aber ich war schwer begeistert von der Haltbarkeit der Farben und auch vom Auftragen. Also Max & More ist echt top. Die Palette kostet 4,99 € und wie gesagt, bei dem Preis kann man sich auch mal zwei kaufen. So, wie ich sehe, lässt sich das auch sehr gut auftragen. Wir tun mal ruhig ein bisschen höher ausblenden. Ich will heute noch weg. Da kann man ruhig ein bisschen übertreiben. So, dann habe ich hier noch ein, wie soll ich sagen, ein bisschen so ein Altrosé-Ton. Den würde ich trotzdem gerne mir noch direkter in die Lidfalte setzen. Wird nicht ganz so der Farbunterschied zu sehen, aber ich möchte es trotzdem haben. Wir wollen ja mal so viel wie möglich Farbtöne testen. So, die Frage ist jetzt natürlich klar, natürlich gehe ich jetzt hier in diesen dunkelsten Ton, das ist der Braunton. Wir haben hier natürlich auch in lila Glitter, mal sehen, den werden wir wahrscheinlich noch mit drüber machen. Aber jetzt tue ich erstmal hier hinten ein bisschen mit Braun ausblenden, um das Auge hier hinten ein bisschen zu vertiefen. So. Ja, mein Action Haul, wie gesagt, habe ich schon in den anderen Video gesagt, war knapp 80 €. Ich habe es mal wieder übertrieben. Ist halt wieder einiges zusammengekommen. Ja, so. Ja. Ich tue das hier nur ein bisschen angleichen. Sieht immer aus, als ob ich mich hier vermalt habe, aber nein, mein Auge ist so. Und lässt das immer als kleinen Knick erscheinen. So. Für Inner Corner habe ich jetzt gar nichts Richtiges, aber wir nehmen dieses Gelb. Da tun wir das mal uns ein bisschen hier reinsetzen. Mal sehen, wie es performt. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Da ist dieser Gelb schon sehr gut gemacht. So, was ich vorher noch mache, ich werde auf jeden Fall hier unten in diesen Deep Passion Glitter Lila Ton erstmal hier mit diesem festgebundenen Pinsel reingehen und mir unten einen kleinen Lidstrich zeichnen, damit wir das Auge ein bisschen einrahmen. Bei Lila muss man mal aufpassen. Da sieht es gleich immer aus, als ob man geweint hat. Von der Farbe her. So. Jetzt ist die Frage aller Fragen.
Wir nehmen auf jeden Fall dieses Lila. Ich muss da einfach rein batschen. Jetzt weiß ich nicht, wollen wir das uns. Ja. Wir setzen uns das direkt hier aufs Auge. Ich wollte es zwar hinten ansetzen, aber nein, 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 nein. Ich möchte das hier oben direkt auf dem Auge haben. Und jetzt brauchen wir noch was für vorne hin. Was nehmen wir da? Da habe ich hier noch einen schönen goldenen Ton. Ich swatche euch dann auch noch die Farben ein bisschen. Schimmer, ich liebe Schimmer. Okay, wir haben es wieder geschafft, fast wie ein kleiner Kanarienvogel auszusehen. Genau. Ich mag es sehr, wenn man immer ein bisschen, also wenn man immer die meisten Farben benutzen kann, um es euch zu zeigen. Guckt mal, auch schön. Sehr, sehr schön. Hier habe ich noch einen Schimmerton. Das geht ein bisschen ins Bronze. Den setze ich mir gleich hier hinten mit an. Dass wir dann auch überall den Schimmer haben. So. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Wir könnten natürlich hier oben noch ein bisschen das Braun reinziehen. Und dann würde ich sagen, fertig ist der Look. Wir tun jetzt nochmal mit dem Fixing Spray kurz drüber gehen. In der Zeit swatche ich euch die Töne. Erstmal ein bisschen Schimmer. Machen erstmal die Schimmertöne. Gold. Hier haben wir noch so ein Also die Schimmertöne sind echt wieder der Hammer. Kupferton. Und das für 4,99. Und das Lila hiervon. So, von den anderen Tönen nehmen wir mal noch ein einfaches Braun. Hier haben wir hier. Dann, was nehmen wir noch? Sind ja fast viele Brauntöne. In Gelb haben wir hier noch. Ja. Kann man auch erkennen. Und wir machen noch das Rosé. Na, das sieht man hier ein bisschen schlecht, aber sonst sind die Farben echt, echt top. Jetzt machen wir noch ein bisschen Mascara. Da nehme ich die von Catrice aus der Limited Edition. Also der Glam & Doll Mascara. Ja, ich weiß, wenn man ein Max & More Video macht, sollte man vielleicht eine Max & More Mascara haben. Habe ich auch nicht dran gedacht, das zu kaufen. Wie gesagt, ich habe jede Menge Mascara. Ich könnte eigentlich fast immer eine andere nehmen, zu jedem Schminkvideo. Aber es trocknet halt alles immer sehr, sehr schnell aus, finde ich. So. Heute ein bisschen widerspenstig. Mal gucken. Ja. Noch ein bisschen unten hin. Und dann kann man das so lassen. Jetzt nehmen wir natürlich noch einen Lippenstift. Auch der in meiner vorbereiteten Schminkbox hier ist. Von Estee Lauder, die 333. Oh. Nicht more and more, more is more. Der lenkt jetzt wieder komplett vom Augen-Make-up ab, aber egal. So, das wäre mein fertiger Look.
alltagstauglich, ein bisschen übertrieben, aber macht nichts. So, also sollte in diesem Video Werbung kommen, habe ich damit nichts zu tun, das schaltet dann YouTube von selber. Ich bekomme dafür nichts, ich mache das immer alles so, immer noch als Hobby. Diese Lidschattenpaläste haben wir getestet. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, ganz wichtig sein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht beim Unboxing. Hier, guckt mal, die schönen Sterne. Die schönen Sterne, die habe ich aus dem Temu. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich es schon vorgestellt habe, aber die waren 2 Euro, glaube ich. Die zwei fetten Sterne, so als Accessoires. So, macht's gut, habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Schminkvideo wieder. Ciao, ciao.